Boah. Ich wurde besiegt. Warum habe ich den Stress überhaupt angefangen? Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem sie ein Messer werfen. Ich weiß es gar nicht. Jemanden von einem Dach stoßen. Ich weiß gar nicht, warum ich den Stress jetzt gemacht habe. Was habe ich mir dabei gedacht? Oh, jetzt fange ich hier wieder an. Dankeschön. Komm. Ah, warum hat er das gemacht? Ist er dumm oder so? Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Oh, dreckiger Dieb! Dafür hack ich dir die Hände ab! Oh oh oh! Was sehe ich denn da? Verdammter Templer, du! Ich mach euch alle platt, ey. Ich mach euch alle platt. Obwohl ich die Idee ja, wenn es natürlich stimmt, bei Assassin's Creed Comet habe ich ja auch ein Video drüber gemacht, vielleicht habt ihr es gesehen. Obwohl ich die Idee ja ziemlich interessant finden würde, auch mal einen Templer länger zu spielen. Außer natürlich jetzt Haytham. Aber mal ein bisschen mehr über die Templer zu erfahren, das wäre auch ganz geil eigentlich in dem Spiel natürlich. Templars Creed. Neue Reihe von Assassin's Creed Machern, Ubisoft und so weiter. So, jetzt zeigen wir mal, was wir jetzt hier machen können, nebenmissionmäßig. Wir quatschen ja nur die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn, machen nur Blödsinn. Wir müssen natürlich auch unserem Assassinen-Job nachgehen, ist ja ganz klar. Kommt nur, kommt alle! Ich habe viel. Sagt ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hör zu, alter Mann! Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht, hinfort! Komm, lauf los, alter Mann. Bevor der Trunkenbold hier kommt. Er guckt mich so schon so geil an. Er ist schon geil auf mich. Nam, 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 nam. Brief, der sagt, dass Siebrand keine Wachen in den nördlichen Docks positioniert hat. Oder postiert hat. Ja, ist gut. Fuck, warum werde ich denn jetzt gesucht, sag mal? Nein! Mensch, nervt das. Aber es nervt bei weitem noch nicht so wie die Mutantenkinder aus AC3. Das ist echt das Schlimmste, was sie eingebaut haben. Immer die große Fresse, weißt du? Immer die große Fresse haben und dann reihenweise sterben. Ma colère sera terrible. Je vais t'étriffer. Nein, nein, nein. Die sollten mich doch nicht runterschlagen. Die soll da selber runterfallen. Ah, ich vergesse. Ich drück immer zu spät dieses. Weg hier, weg hier, weg hier. Kann sein Schwert wegstecken.
So, wir nehmen jetzt schnell den Turm hier ein. Go, go, go. Okay. So, ich hoffe, das zeigt mir jetzt die letzten beiden Sachen, die ich jetzt machen kann. Das ist schon Partytime da hinten. Yes, perfekt. Order Siebrand werden alle Handelsschiffe dem Deutschen Orden. Löscht eure Ladung. Meine Familie ist sterbend. Gebt mir noch ein bisschen Geld. Oh mein Gott. Keine Ausnahmen, kein Aufschub. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Ja, das soll ich sehen, Mann. Oh oh. Oh oh. Alter, der boxt richtig gut. Nicht meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, wendet euch an das Gericht. Darum geht es mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat. Damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand. Es sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. Dubidubdubdub, Alter, das war so knapp. Siebrand plant eine Seeblockade. Genau hier nämlich. Was? Willst du immer noch Stress? Dies sind wirklich düstere Tage. Dies sind wirklich düstere Tage. Schnell weg hier, schnell weg, schnell weg. Oh Mann, ja. Auch selbst auf Alter ihr standen schon die Weiber damals. Natürlich, klar. Ich meine die Frauen natürlich. Ich möchte jetzt hier nicht respektlos den Assassinen-Schwestern gegenübertreten. Natürlich den Frauen. Obwohl zu der Zeit darf man ja wohl noch sagen, Weib, oder? Ohne dass es direkt Schläge gibt hier. So. Ich glaube, der Kollege hier, oder? Oh Mann, nicht du wieder. Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Natürlich, Mann. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt auch nicht übermütig werden hier. Oh, 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 die suchen mich, die suchen mich, die suchen mich. Oh, oh. Immer schön untertauchen. Ich muss irgendwie um die Ecke schaffen. Nein, 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 nein,
Bitte geht nicht einfach! Nur ein paar Schritte! Cool, der hat den gerade raubt den doch aus, der braucht sein Geld nicht mehr. Leute, bitte ruhig bleiben jetzt hier, okay? Dankeschön. Ihr seid vom Glück verfolgt. Ihr lebt und ich bin noch in Akkon. Das hier kann ich euch sagen. Das Einzige, was gefährlicher ist als ein betrunkener Seemann, ist einer, der auch wütend ist. Ich weiß, das ist nicht viel, aber dank eurer Weisheit wird es euch sicher helfen. Hat er mich gerade undercover gedisst? Hat er mich gerade undercover gedisst und gesagt, das wäre alles nur Glück, das ist purer Skill, Kollege hier. Das ist purer Skill, das weiß er schon, ja? Das weiß er. Doch. Ich glaube schon, dass er das weiß. Lalalala. Ja, natürlich, Mann! Na, endlich, ey. Hallo, wo bin ich? Was beleidigst du mich die ganze Zeit auf Französisch? Was sagst du? Na, komm doch her, du Pussy! Und dann wegrennen, weißt du, das sind mir die Liebsten. Wenn sie wegrennen, blocken sie plötzlich alles, weißt du, das ist so dumm. Okay, was war das denn jetzt? Ey, von einer Scheiße in die andere. Von einer Scheiße in die nächste, das ist so schlimm. Vielleicht. Ein geiler Mann. Ja. Alter, hier ist eine coole Flocke. Alter, hier ist richtig cool drauf. Ja, Mann. Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Oh ja, der Kollege sollte auf jeden Fall Angst haben. Siebrand wird sich auf seinem Schiff zurückziehen. Das ist der Zeitpunkt für den Anschlag. Okay, Leute. Allerdings beim nächsten Mal. Ihr kennt das Ganze, vor dem Attentat muss ich nochmal in mich gehen. Ja, meine Kräfte sammeln und ich rede so Quatsch. Ich brauche einfach eine Aufnahmepause, ganz einfach. So sieht es nämlich aus. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Zuhören. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß beim Let's Play. Wir kommen so langsam Richtung Ende. Und ja, ich freue mich schon irgendwie. Weil dann können wir AC2 anfangen. Da habe ich nämlich auch voll Bock drauf wieder. Und ich hoffe, ihr seid alle dann am Start. Ja. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.